Guten Morgen, Deutschland. Ja, liebe Leute, man hat eigentlich gedacht, das Thema wäre durch. Aber jetzt wird es nochmal richtig spannend, weil Korrektiv hat gekontert. Sie schießen zurück, schreibt die deutsche Presse heute Morgen. Jawohl, es ist wirklich unglaublich. Wir wissen von 7 bis 8 eidesstattlichen Versicherungen der Teilnehmer des legendären Geheimtreffens. Und jetzt wissen wir, dass Korrektiv gekontert hat. Mit einem 47 Seiten großen Pamphlet veröffentlichte die Welt heute Morgen. Und dort haben sich 8 Journalisten eidesstattlich genauso geäußert, liebe Leute. Sie machen auch eine eidesstattliche Versicherung. Und die stellen sie jetzt den 7 bis 8 der anderen Seite gegenüber. Das ist jetzt mal eine richtig geile Nummer. Erstmal, wie viele Journalisten waren in dem Landhotel? Diese 8 Journalisten von Korrektiv haben also alle das mitbekommen. Ja. Und das Beste an diesem ganzen Artikel, der da heute in Welt veröffentlicht wurde, also die Quellen zu der Recherche, die werden sie ja nicht veröffentlichen. Wir müssen ja unsere Quellen schützen, nicht wahr? Aber das würde ja alles stimmen, was sie sich da ersponnen haben, liebe Leute. Es ist wirklich abenteuerlich, wie Korrektiv versucht, jetzt gerade seinen nicht vorhandenen journalistischen Hintern zu retten. Liebe Leute, anders kann man das nicht bezeichnen. Sie sagen jetzt zum Beispiel, also dass sie ja niemals davon gesprochen hätten, dass man also jetzt mal partout die Deutschen mit deutscher Staatsangehörigkeit gleich mit ausweisen wollte auf dem Geheimtreffen. Nein, das hätte man ja nie gesagt. Ne? Nein, nein, sie haben auch nicht von Vertreibung gesprochen. Nein, wir haben ja alle den Artikel gelesen. Ne? Man hat es auch nicht in die Nähe der Wannsee-Konferenz suggeriert. Nein, das hat man auch nicht getan. Und nein, ganz Deutschland ist nicht da draußen auf den Demos am Plärren, dass man ja auch deutsche Staatsbürger abschieben wolle. Nein, 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 das ist nicht von Korrektiv gekommen. Alter Schwede, Leute, Leute, echt jetzt. Also das ist jetzt wirklich schon ein Brüller. Aber wie gesagt, das Beste ist die Sache mit den Recherchen. Und das möchte ich euch mal eben, genau, das möchte ich jetzt euch mal eben zitieren aus dem Weltartikel. Wer sich neue Einblicke in die Recherchemethoden von Korrektiv erhofft hatte, wird allerdings enttäuscht. Man habe alle Quellen der Recherche umfassenden Schutz garantiert. Aha. Und werde diese im Verfahren nicht offenlegen, schreibt Feldmann. Das ist der Anwalt von Korrektiv. Daher können die vorstehenden eidesstattlichen Versicherungen auch nicht auf die Quellen eingehen oder auf die Art und Weise, wie die Informationen recherchiert wurden. Die Antragsgegnerin, in Klammern ist gemeint, ist Korrektiv, trägt hier so viel vor, wie sie kann. Leute, die Nummer, die ist so geil. Und da draußen laufen die letzten Wochen hunderttausende Menschen lang nach dieser Story. Was die Bundesregierung, was die Altparteien, was die deutschen Massenmedien hier aufgezogen haben, das hat es noch nie auf dieser Welt gegeben. Das ist Regierungsschutz pur, das ist Altparteienschutz pur, das ist Ausschalten oder versuchtes Ausschalten einer Oppositionspartei mit einer Märchen- und Lügenstunde, das ist schon wirklich abenteuerlich, was wir hier in Deutschland erleben. Genauso abenteuerlich ja auch, wie unser Bundeskanzler ist. Ihr erinnert euch alle an den Herbst letzten Jahres, liebes Bundesbürger. Ja, wir müssen jetzt abschieben, titelte der Spiegel damals, Olaf Scholz. Wir müssen viel mehr abschieben. Genau, liebe Bundesbürger, ja, weil ihr so gerade so toll rausrennt und schreit gegen diese Opposition, die eigentlich das sagt, was die Mehrheit dieser Bundesbürger ja eigentlich möchte. Der Olaf Scholz möchte das nicht. Und warum sage ich das ja ganz einfach? Hört ihm doch einfach mal zu, was er gestern gesagt hat. Wir müssen nicht mehr abschieben. Nein, nein, wir brauchen mehr Zuwanderung, weil wir haben ja erst 2,6 Millionen Fachkräfte im Bürgergeld. Und deswegen brauchen wir noch mehr Fachkräfte. Die Frage, die sich bei der ganzen Geschichte immer wieder stellt, und die solltet ihr euch wirklich langsam mal alle da draußen stellen, was sollen das eigentlich für Fachkräfte sein? Ha?
Mal fragen. Ja. Gastronomie-Fachkräfte. Ja, genau. Zum Beispiel. Viel Spaß mit dem Olaf. Jetzt brauchen wir dringend weitere Zuwanderer in unserem Arbeitsmarkt. Und hier sind wir mit Riesenschritten vorangekommen. Wir haben nun mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz eines der modernsten Gesetze dieser Art auf der Welt. Grundsätzlich gilt, wer hier bei uns anpacken will und wer hier bei uns anpacken kann, der ist hier bei uns in Deutschland willkommen. Ja, liebe Leute, es ist doch immer besser, für jemanden auf die Straße zu gehen, der euch im Herbst noch sagt, dass wir jetzt das machen, was die Mehrheit der Bevölkerung möchte, um euch dann im Frühjahr des nächsten Jahres zu sagen, ihr könnt mich alle mal. Einen schönen Tag euch.